Also ich messe erstmal wieder die Energie von 1 bis 7 dieser Quelle in Österreich. Jetzt sind wir bei 3. 4. Also es ist eindeutig, wir haben hier eine Quelle mit Lichtenergie, wie in Fatima oder eben in Medjugorje. So, jetzt messe ich mal die Tiefe des Wassers in 10 Meter. 10 Meter, 20 Meter. Jetzt kommt sie schon auf 30 Meter Tiefe. Da stagniert es etwa 35 bis 40 Meter Tiefe, kommt das Wasser, wo der Umkehrprozess eintritt, wo das Wasser wieder nach der Gravitation, die Levitationsenergie nach oben geht, also bei 35, 40 Meter. Und jetzt wollen wir mal noch prüfen, wie alt das Wasser ist, bis es vom Regen nach unten kam und wieder hochkommt. Das Alter auch wieder in 10 Jahren. So, das wäre 8 bis 10, jetzt müssen wir es genauer. 1, 2, jetzt sind wir schon bei 7, jetzt gehen wir zu 8. Ja, 8 bis 9 Jahre. Und da haben wir die Lebensenergie drin. So, und jetzt messen wir mal die Energie nach Lichtfrequenzen von 1 bis 7. Ich stoße an, hier ist 0, 1, jetzt sind wir bei 3. Jetzt sind wir nach 4, jetzt sind wir bei 6, 7. Also hier schwingt alles in voller 7er Lichtenergie. Das heißt, die Bioverfügbarkeit wäre jetzt wahrscheinlich, ich nenne es mal jetzt bei 100 oder 90 oder 95.